Aloha, meine Lieben, und willkommen zur Episode 30 von Zombie. Präsentiert von Celine A.K. Queen Nerdidala. Wir haben dies Briefe eingesammelt. Wir lesen die mal eben, schön geschützt hier. Dies Briefe, welcher ist neu? Man wird es nicht erfahren. Der hier müsste neu sein. Ja, mit dem Bild, das kennen wir noch nicht. Dann lesen wir den. Dies letzte Eintrag in sein Tagebuch. Er sagt die große Pest und den großen Brand von London heraus und schreibt, der einzige Weg, die Seuche zu stoppen, sei es, London niederzubrennen. Wie damals geschehen. Ja, dann machen wir das mal. Jetzt lese ich die natürlich nicht chronologisch, sondern so, wie ich sie finde. Ich hoffe, dass das dann noch Sinn macht. Ich lese sie trotzdem weiter vor. Das ist jetzt der letzte Brief oder der letzte Tagesbucheintrag. Anders können wir es jetzt leider nicht machen. Wir machen es jetzt einfach. Wir lesen es jetzt so vor. 29. Februar 1608. Ich fühle des Todes kalte Hand auf meiner Schulter. Die Stunde ist nah. Entschuldigung. Doch darf ich noch nicht ruhen, denn eine letzte Enthüllung steht noch aus. Erstlich an diesem meinem Todesbette muss ich mein Scheitern eingestehen. Der henochische Schlüssel hat sich Sir Francis entzogen und ich weiß nicht, ob Robert überhaupt danach sucht. Die wenigen Teile des Schlüssels, welche wir besitzen, sind lückenhaft. Ich hoffe und bete, dass unser Streben von späteren Generationen fortgesetzt werde, zu Zeiten, wenn gelehrte Männer nicht mehr verstoßen und als Zauberer verbrannt werden. Sofern solche Zeiten je wieder in diesen öden Lande heraufziehen und ihre Erkenntnis jede Wertschätzung erlangt, die sie verdient. Die Zukunft gehört jetzt euch, o Söhne unserer Söhne. Möge eure Weisheit größer sein als Männer, wie wir es uns überhaupt vorstellen können. Und ihr werdet auf unsere Zeit zurückblicken und euch über die Vergeblichkeit unseres Strebens verwundern. Die Panazee harrt ihrer Entdeckung, wenn ihr nur jenen Schlüssel zu finden vermöchtet. Ich bitte euch inständiglich darum, bevor alles verloren ist. Zu guter Letzt die Offenbarung. Ich sah die Fäulnis in London, wie sich ihre schwarze Galle über unsere holde Stadt, den Nabel der Welt, ausbreitete. Ein gebrochener Krieger sitzt auf seinem Throne, zu schwach, das Heil zu bringen. Das Heil wird kommen, nicht von Pestilentiari wie in Manchester, sondern von einem reinigenden Feuer, das durch die Stadt feget, verkündet von Londons eigenen schwarzen Engeln. Ich brachte diese Vision bereits zu Papier, so wie sie mir von Erzengel Michael verkündet wurde. Doch war es nicht dasselbe, denn ihr mangelt es an Erfahrung eines ganzen Lebens. Ein jeder muss sich fürsehen, ein jeder muss sich wappnen. Die Fäulnis kommt. Okay, reinigendes Feuer. Das kriegen wir so schnell nicht hin. Da müssen wir das eher anders machen. Ich will mal gucken, was hier Granate ist. Das kann doch nicht schon die ganze Zeit da gewesen sein. Oh, jetzt ist das hier wieder leer. Was ist das? Da müssen wir doch jetzt mal wieder hin und her, hin und her. Schalalalalala. Was können wir denn jetzt wegschmeißen? Wir schmeißen einen Molotow weg. Ich brauche mal eine Granate, das hört sich gut an. Lass mal angucken, das Ding. Tatsache, hatten wir das schon mal? Das kommt mir nicht sehr bekannt vor. So, dann gehen wir jetzt erst speichern. Wie gesagt, nach jedem Brief wird gespeichert. Anders kommt mir das nicht... Was? Habe ich hier was gehört? Orientierung? Danke. Sind wir schön vor die Wand gelaufen. Der Ryan, der Gute, der sich immer freut, wenn er Zombies zerschlagen kann. Hohohoho. Erst speichern. Booms. Bams. Und dann geht es weiter. Ja, dann machen wir mal Spidelfields Green. Oder machen wir dann die Wohnungen, wo dann dieser Raum war, den wir jetzt wahrscheinlich scannen können. Hier kann ich nichts reintun, ne? Ich meine, freie Plätze null. Wie dumm.
Der ganze Schrank ist leer, Jesus. Ja, dass man echt dann in Not kommt und zu viel hat, das finde ich auch echt witzig. Aber man kommt echt viel zu selten dazu. Ich muss, glaube ich, mal wieder Flares und Molotows benutzen, weil unsere Kiste ist auch voll. Wir müssen so wieder losziehen. Es bringt nichts. Wir können die Pump-Action... Oh, die Magnum. Boom, boom, boom. Schalalalala. Wir gucken mal eben hier rein. Ach, seht ihr das? Oh, da ist noch ein Platz frei. Das ist schon mal gut. Wir packen dann da rein. Erstmal die hier. Die nehmen wir später mit. Passt das da auch noch rein? Nein. Fuck. Wir gucken nochmal in den Container. Kann ich hier noch was stacken? Nee. Wir nehmen einfach nochmal eine mit. Dann packen wir die Munition da rein. Und ja, wir haben mal die Magnum mit am Start. Das müssen wir leer schießen. Ich glaube, das nehmen wir nicht mehr mit. Das heißt also, die müssen wir jetzt erstmal benutzen. Hier, wie heißt es denn? Hier. Sniper. Die brauchen wir auf jeden Fall. Boah, wir sind so voll mit Zeugs. Unglaublich. Ja, also die schießen wir leer. Wir benutzen jetzt die 1 gleich ein paar Mal. Boah, das reizt ja schon, ne? Und die müssen wir auch leer schießen. Oh, Jesus. Okay, dann speichern wir jetzt. Und dann gehen wir mit Ryan... Wo gehen wir denn da hin? Ich glaube, ich gehe in die Wohnungen. Ich weiß nicht, ob ich das so schnell wieder finde. Wie ich da hinkomme. Aber das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Komme ich hier von hier aus in die Brick Lane Market? Brick Lane Wohnungen. Moment, ich muss doch nochmal eben gucken. Wir brauchen doch Brick Lane Wohnungen, oder? Schauen wir mal eben. Brick Lane Wohnungen, alles klar. Gut, dann machen wir das. Dann machen wir das. Booms. Ja, wollen wir da hin? Eigentlich nicht, aber... Genau. Und mein Magen knurrt, es tut mir leid. Ich habe heute nur gefrühstückt und jetzt ist 18 Uhr noch irgendwas. Also, ich muss mir gleich mal was in den Kopf hauen. Oh Gott, wo spawnen wir denn jetzt hier nochmal? Immer schön mit gezückter Waffe hier durch die Gegend laufen. Ich hoffe, wir haben noch genug C4. Aber bis jetzt, ob wir jetzt noch was sprengen müssen, weiß ich natürlich nicht. Nee, da müssen wir nicht sprengen, da kommen wir auch so rein. Ja, wo muss ich denn jetzt lang? Hier lang? Da geht's zu den Aufzügen. Ich gehe mal hier hoch. Ich weiß es nicht mehr, wo wir hin müssen. Ne, ich glaube, hier sind wir richtiger. Ja, hier sind wir richtig. Okay. Ist hier noch einer? Ich scanne mal eben. Keine blöden über... Hier, das da hinten hatte ich ja Bretter. Das hatte ich ja freigesprengt. Jetzt muss ich da, glaube ich, hoch, ne? Ich meine schon. Nee, aber nicht hier hoch. Nee, falsch. Falsch, falsch, falsch. Hier vorne war, glaube ich, noch eine Leiter. Ja, hier muss ich, glaube ich, hoch. Okay. Dann, jetzt müssten wir das eigentlich scannen können mit unserem Pet-Update. Ich hoffe nicht, dass wir doch noch eins kriegen. Wo? Ich probiere das mal aus. Da steht eine. Na, gehen wir mal näher dran. Okay, laden wir direkt nach. Die müssen wir, wie gesagt, ein bisschen benutzen. Weiß jetzt halt natürlich nicht, wie viele bei so einem Feuerstoß, wie viele... Nee, ich muss da durch, oder? Oh, jetzt bin ich total verwirrt. Nee, ich bin doch falsch. Nee, ich bin falsch. Ach, sorry, Leute. Ich glaube, ich bin falsch. Ich weiß es nicht genau. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man wird es gleich sehen. Schalalilalilali. Ich glaube, ich muss in den anderen Bereich. Aber bei Spitalfields Green weiß ich zum Beispiel überhaupt nicht, wo die Briefe sind. Haben wir die vielleicht gescannt und ich habe es einfach nur verdrängt? Das ist nicht auszuschließen, aber mal schauen. Wir werden unseren Weg schon finden.
Ja, hier müssen wir hin. Wo? Deine Ecke? Ja, egal. Müssen wir. Warte, ich mache jetzt mal das. Nee, okay. Machen wir wieder das. Ich glaube hier rüber. Oh, scheiße. Da ist aber viel los. Wo? Oh! Zwischendurch mal checken, wie viel Schuss ich da überhaupt noch drin habe. 25 und ich habe immer noch 4. Okay. Also so viel gehen beim Feuerstoß dann doch nicht flöten. Aber wie gesagt, da wir die nicht leeren können, müssen wir die leer machen. Hier bimmelt es doch noch. Da ist einer drin. Ne, machen wir mal die Tür zu. Also so einen Scheiß brauchen wir jetzt nicht. So, jetzt versuchen wir dann nochmal mit dem Scan, ey. Sonst drehe ich am Rad, wenn das jetzt nicht funktioniert. Das geht immer noch nicht. Nee, ne? Oder muss ich einfach nur... Nee, es geht nicht. Ich möchte das jetzt nicht schon wieder hier eine Dreiviertelstunde ausprobieren. Jetzt! 1, 3, 6, 7. Okay. Oh, ich dachte jetzt schon, ey. 1, 3, 6, 7. Jetzt wähle ich aber das mal eben. 1, 3, 6, 7. Open. Ja, da ist einer drin. Noch einer? Wo denn? Viruzid, dies Briefe, da haben wir es doch. Pistolenmunition. Haben wir sonst noch was? Nö. Okay. Dann erst die Pistolenmunition. Oh, da war dort noch was. Munitions. Oh. Ja, stimmt. Wir wollten dir diese automatische Dingens da verbessern. Ja, bitte raus. So, dies Briefe. Maschinenpistole? The trusty MP5. The best gun in the world for close crowd control. If you get my drift. Okay. Noch eine Waffe? Was sollen wir denn jetzt machen? Ey, das gibt's doch alles gar nicht. Es sind zu viele Waffen. So, ich gehe mal ein bisschen heller. Viruzid beschaffen habe ich doch, ne? Habe ich ja. Ach, da kriegst du mal kurz Panik, wenn dein Viruzid leer ist. Da sag ich euch, du. So, jetzt hocke ich mich mal hier in die Ecke. Und lese diesen Brief. Welcher ist... Der ist neu. Ich glaube, den kennen wir nicht. Während des Ausbruchs lebte Dee in Manchester und es klingt, als sei eine Frau infiziert worden, ohne dass er sie retten konnte. Er erwähnt das Panacee-Epigramm. Meint er den Geheimschlüssel? John Dees Tagebuch, 15. Dezember 1603. Welche Gefahr, welch nutzloses Unterfangen, welch vergeudete Hoffnung. Oh, ich muss... Nicht kotzen. Nein, nein, keine Angst. Welch vergeudete Hoffnung. Ich dachte, ich muss husten, aber muss ich doch nicht. Vergangene Nacht holte ich mir Wundschorf von den Fauligen. Manchester Straßen waren nie die sichersten, aber dieser Ausgang war dazu angetan, einem Mann fortgeschrittenen Alters die Sinne zu rauben. Wo die Fäulnis die Stadt ergriffen hat, durchstreifen die Infizierten ungehindert, voll wilder Gier die Straßen. Es gibt keine Atempause, keine Armee schwertbewehrter Pestilentiari mit Schnabelmaske, um die Krankheit zu bändigen. Stattdessen disputierte der Rat der Stadt endlos, bevor er beschloss, die Seuche mit dem Feuer aus den Straßen und Häusern Manchesters zu vertreiben. Just letzte Nacht war es, als sie damit begangen, all dieweil ich so mit dem Zusammenklauben vom Wundschorf beschäftigt war, dass ich in der Feuerbrunst beinahe zugrunde gegangen wäre. Ich konnte dem Tod jedoch entrinnen und mit nicht viel mehr Wunden als meinem verletzten Stolz zu meinem geliebten Weibe zurückkehren. Habe den Schorf zu einem Pulver zerstoßen, mit der Absicht, die Infektion mit ihrer eigenen eitrigen Absonderung zu vertreiben. Och, es ist eine herrliche. In den Landen des Kaisers traf ich Doktores, die nach dieser Methode praktizierten. Und meine geliebte Jane spricht gut auf die Behandlung an, nachdem sie vor fünf Tagen von der Krankheit heimgesucht wurde.
wenn Francis und ich nur noch mit dem Panacee-Epigramm weiterkämen. Drei der sieben Zeichen sind uns bekannt, aber das reicht nicht, und die mir vergönnte Zeit neigt sich zügig dem Ende entgegen. Ich, der Elisabeth von den Blattern heilte, ich, der Michaels göttliches Flehen zum Leitfaden habe. Selbst ich finde kein Rat, was den Ursprung der Fäulnis angeht. Und all dieweil des Schotten Jakobs Speichellecker mir nach dem Leben trachten, werde ich niemals die Mittel erlangen, die ich zu ihrer Bekämpfung benötige. Haben wir etwas, was er nicht hatte? Weil ich frage mich jetzt gerade, warum wir dann weiterkommen sollten als er. Das... Jetzt muss ich doch husten. Das verstehe ich jetzt irgendwie gerade nicht. Ich frage mich, ob wir mehr Infos haben als er. Weil... Oder ob der Doktor dann seinen Reim daraus macht. So, jetzt müssen wir wieder zurück. Das weiß ich halt nicht. Ich weiß jetzt nicht mehr, was der Doktor als letztes gesagt hat. Dass wir den Doktor gesehen haben, das ist ja schon Ewigkeiten her. In der Zeit haben wir ja diese ganze... Ups. Arena und so gemacht. Was war denn das für ein Geräusch? Arena und so gemacht. Und deswegen weiß ich überhaupt nicht mehr, ob er gesagt hat, er braucht einfach nur die Briefe, um weitere Infos zu kriegen. Oder wie oder was oder wo. So, meine Lieben, wir gehen jetzt nochmal speichern. Und dann haben wir... Welche Briefe haben wir denn jetzt schon alle? Da brauchen wir ja nicht mehr so viele, ne? Okay, V. So, wir haben jetzt Baconfields, Tower of London, Brick Lane Mark, Brick Lane Wohnungen. Wir brauchen noch Spitalfields Green und Victoria Memorial. Was war denn Victoria Memorial nochmal? Ich weiß überhaupt nicht mehr, was Spitalfields Green war. Glaube ich, das mit dem Platz, wo die ganzen Minen waren. Wo wir unseren zweiten Bob oder dritten Bob gekriegt haben. Aber was, Victoria Memorial? Müssen wir nochmal gucken. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Und wenn wir das alles haben... Was? Wieso biebt das hier unten auf einmal wieder? Es ist doch bizarr, oder? Dass das da manchmal irgendwie wieder anfängt zu bieben. Alter Schwede. So, Victoria Memorial Spitalfields Green, keine Ahnung, wo da die Briefe sein sollen. Da werden wir dann wahrscheinlich ein bisschen rumirren, um zu gucken, waren da noch irgendwelche geschlossenen Türen oder irgendwelche wegsprengbaren oder verschütteten, die ich wegsprengen konnte. Ich glaube, in dem Palast war noch eins, aber das kann es ja nicht sein. Dann würde es ja Palast sagen. Naja. So, wir speichern jetzt und ich glaube dann, das müsste es eigentlich gewesen sein. Falls nicht, schneide ich nochmal was dran, wie immer. Aber wenn ich so 20 Minuten voll habe, dann war es das erstmal. Aber wir machen dann in einer neuen Aufnahmesession weiter. Ryan hat uns jetzt bis jetzt gute Dienste erwiesen. Es tut mir leid, dass Daisy draufgegangen ist. Dass am Anfang, wie hieß er, ganz am Anfang, habe ich schon den Namen wieder vergessen. Ich habe ihn umgebracht und habe den Namen, ich meine Adam war es. Dass wir ihn umgebracht haben, sorry Adam, sorry, sorry. So. Ryan macht es mit uns. Wir kommen jetzt mit dem bis zum Ende durch. Alles klar. So, meine Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Eure Queen.